Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Horror-Game, und zwar zu Bleez. Wow. Ich laufe ganz schön schnell. Ich habe es auf itch.io gefunden. Für 2 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Es soll nur ein sehr kurzes Horrorspiel sein. Und wie die Wände laufen, gefällt mir ja schon mal gar nicht. Ach du meine Güte. Read. Okay. Bleez. Steht auf der Rückseite. Okay. Ah, mit rechter Maus kann ich Fotograf sehen. Spielt da jemand Geige? Übt da jemand? Da weint ein Baby. We won. Könnte ich mich nicht irgendwie... Was steht denn da? Creatures retreat and troops safe. Was für Creatures? Boah, die Grafik ist... Holy shit. Repair. Please leave requests at the door. Okay, ich bin also irgendjemand zum Reparieren. Ach du Schande. Oh, da denkt man ja, dass man auf Droge ist. Scheint jemand am Husten zu sein. Okay. Können wir nach oben? Ne, nach oben komme ich nicht. Okay. Level 5. Okay. Das ging aber sehr plötzlich. Ach du Schande, dieser... Die Grafik macht mich ja ganz kirre. Was zur Hölle ist das hier? Ja. Restart. Das andere auch. Das ist ganz schön laut. Woo! Achso, das soll so eine Hupe sein. Oh Gott, ich dachte schon. Ja, okay. Das hat sich angehört, als ob mich jemand anfeuern würde. Als ob da nur ein Mitarbeiter in der Firma ist. Oh Mann. Na gut. Bleez. Okay. Irgendwas Neues? Zeitung ist jedenfalls nicht mehr da. Da ist eine Zeitung jetzt. New Power Source. Ach Gott, warum macht man denn so kleine Zeitungen, wenn man so eine Pixelgrafik verwendet? Das ist doch unfair. Wie soll man das denn in Ruhe lesen? Na klar, New Power Source, okay, aber ich möchte gerne das andere Großgedruckte darunter lesen. Eben konnte ich das noch so entziffern, aber jetzt keine Chance. Das überrascht mich auch jedes Mal. Das da? Nee. Das da vorne scheint es auch nicht zu sein. Das steht am Boden, oder? Das hängt doch nicht jetzt um den Zaun. Oh.
oder warte mal. Nee. Das ist es, glaube ich, nicht. Das sieht auch anders aus. Domination. Okay, mit der Nacktschnecke. Das ist ganz schön laut. Jetzt ist ja aufgegangen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso meine Mikrofonlautstärke in Relation zu dem ist. Oh Gott, das ist dieser riesige Tank da oben. Was kommt da bitte für eine Flüssigkeit raus? Sieht aus wie Blut. Reset. Reset. Was zur Hölle geht da ab? Was ist das hier für eine Fabrik? Ich kann da reinlaufen. Okay. Das war unser zweiter Arbeitstag. Keinen. Ach doch, hier. Please. Okay. Nur noch am Üben. Ich frage mich, ob hier irgendwann mal irgendwas anderes zu hören sein wird. Prisoners of War. Was ist das? Okay. Wir kümmern uns um den nächsten Auftrag. Ich wüsste gerne mal, wer die Fotos da macht. Die sind so schlecht geschossen. Das überrascht mich aber jedes Mal. Ah, das sind jetzt die Dinger hier unten. Nee. Das sind sie nicht. Das sind die Dinger hier, oder? Nee, das sind sie auch nicht. Oh, hier durch. Ah! Was ist das für Geräusche? Open.
Okay. Ich kann die Tür nicht öffnen. Jetzt höre ich die alle wieder. Warum wird es hier so dunkel? Was soll das? Fuck. Es ist ausgegangen. Okay, was? Das waren Nacktschnecken, oder? Nacktschnecken waren dann wahrscheinlich auch diese komische, feindliche Spezies, die wir bekämpft haben. Und das Ding in den Tank war vermutlich eine riesige Nacktschnecke, vielleicht die Königin oder sowas. Und die wurde ausgepumpt als Energiequelle. Und am Ende sind die ganzen Nacktschnecken aufgetaucht. Und ich habe die Geräusche gehört von den Nachbarn. Was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht genau. Und dann habe ich da Personen noch dabei gesehen. What the fuck? Ich glaube, es gab noch nie ein Horrorspiel, nachdem ich so verwirrt war. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt alles war. Auf jeden Fall, das war Please. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Download-Link wird in der Videobeschreibung sein. Ich glaube, 2 Euro kostet das bei, oder 1 Euro, keine Ahnung, 99 Cent oder so, bei itch.io. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einem neuen Video hier auf Mutsum IP. Bis dann.